Moin und herzlich willkommen, meine lieben FIFA-Freunde, zu einem weiteren Part FIFA 16 im Karrieremodus mit dem SV Werder Bremen. Und das letzte Spiel, wenn ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch gerne an, den Part, war das erste Champions League-Spiel gegen den FC Barcelona. Muss ich sagen, haben wir eine Riesenpartie gemacht und am Ende, was soll man dazu sagen? Messi hat dann einfach den Unterschied gemacht. Anders kann man es halt nicht ausdrücken. Aber wir haben eine super Partie abgeliefert. Ist ein bisschen ärgerlich, wie es dann verlaufen ist. Kann man nichts machen. Das nächste Bundesligaspiel steht jetzt aber an gegen Stuttgart. Da können wir so ein bisschen uns wieder fangen. Wir müssen sowieso in der Bundesliga ein bisschen noch wieder drauflegen. Wir haben jetzt 4 Spiele gespielt. 8 Punkte stehen ganz ordentlich da. Auf Platz 4 ist noch alles sehr, sehr nah beieinander. Wir sehen schon auf den ersten 7 Plätzen Schalke, Bayern, Gladbach, dann kommen wir mit Bremen und dann Leverkusen, Dortmund und Wolfsburg. Also alles, was Rang und Namen hat, ist da oben mit drin. Und wir haben den Vorteil jetzt einfach, wenn man jetzt mal auf die Saison nochmal guckt, mit Stuttgart und dann Düsseldorf und anschließend RB Leipzig, dass wir hier richtig ordentlich Punkte sammeln können. Müssen wir anfangen mit Stuttgart. Ich gucke jetzt gleich mal, wie das fitnesstechnisch aussieht, ob wir da was tauschen müssen. Wir kriegen eine Nationaltrainer-Offerte von Nordirland. Das lehne ich mal gepflegt ab. Das interessiert mich nicht. Genauso wie aktuell irgendwelche Spielervorschläge, denn die Transferphase ist um. So, Çalhanoğlu ist ein bisschen müde. Aber wisst ihr was, die haben eine ordentliche Partie gemacht. Ich lasse es doch jetzt einfach mal so. Wir springen rein ins Spiel. Wir werden da jetzt nicht großartig was dran ändern. Ich spiele mal in Blau, wie ich finde. Dann, und es ist Heidhardt. Das ist schon mal auch ordentlich. Denn das Spiel gegen Düsseldorf und gegen RB Leipzig, da werden wir wieder ein bisschen rotieren. Und von daher werde ich jetzt hier erstmal den Jungs wieder die Möglichkeit geben. Die haben ordentlich gespielt. Wieso sollte man denen nicht die Chance geben, das hier wieder zu zeigen? Und dann können wir immer noch frische Beine reinbringen mit einem Sané beispielsweise oder einem Kurt beziehungsweise auch einem Johansson, wenn es dann notwendig wird. Auswärts haben wir bisher besser ausgesehen, 2 Siege eingefahren, zu Hause bisher erst 2 Unentschieden. Zumindest noch ungeschlagen, aber optimal ist es halt nicht. Arnold. Camarasa, Gebre Selassie, die Stuttgarter stehen zu Beginn relativ tief, wenn ich das so mal sagen dürfte. Çalhanoğlu, schön noch rausgespielt auf Garcia, jetzt bringen wir die Flanke abgefälscht und die wird richtig gefährlich. So. Und es gibt den ersten Eckball für uns, sehr, sehr schön. Bringen wir mal wieder kurz mit Kimmich und da ist Uca in der Mitte, kommt leider nicht auf den an den Kopfball und schade, wenn der durchkommt, dann steht da, meine ich, Camarasa völlig frei, der Kopfball von Çalhanoğlu. Somit erstmal wieder die Stuttgarter Ballbesitz, schön geholt. Och, jetzt pfeift er, das nervt immer so, dass sie so später noch diese Fouls pfeifen. Situation schon völlig um, ich kontrolliere den Spieler nicht mehr. Und Izetajrovic, stimmt, der ist zu Stuttgart gewechselt. Schade, das wäre so ein super Ballgewinn gewesen für uns. Hier vielleicht jetzt. Jawohl, Kimmich, sehr schön. Uca braucht ein bisschen lange. Behält aber erstmal den Ball. Oh, der sollte so nicht gespielt werden. Den wollte ich eigentlich zurückspielen. Harnik. Und jetzt die Stuttgarter mit ihrem ersten Angriff vielleicht oder ordentlichen Angriff. Oh, das sollte keine Probleme machen. Galvez hat ihn sicher. Schön. Auf Kimmich. Der auf Arnold. Uca. Oh Mann, ey, dann schon wieder so, der soll, also, das ist so, aber egal, wen ich bringe, ob ich Johansson oder Uca bringe, also da auf dieser Stürmerposition, da brauche ich halt eigentlich jemanden, der den Ball ein bisschen halten kann, sowohl als auch kriegen das nicht hin. Oh, Riesenmöglichkeit hier für Martinez von Stuttgart, ging Gott sei Dank am Tor vorbei, Riesenmöglichkeit hier für die Stuttgarter. Mit dem Führung, für den Führungstreffer, Galvez, hat ein bisschen Probleme hier den Ball von Wiedwald einzunehmen. Bartels bleibt dran, das ist ein Foulspiel, spielen wir... Oh, alter Schwede, Kostic. Insua, schön von Çalhanoğlu geholt und jetzt sieht er Bartels, der zu Recht stehen geblieben ist und dann ist das Zuspielzug ungenau.
Ah, habe ich eine Sekunde zu lange gezögert. Garcia, schön geholt. Wir sind aber hier gut im Spiel drin. Bartels kommt hier nicht vorbei an Rüdiger. Schade. Sunic. Ah, Mensch. Wir spielen das nicht ordentlich raus bis dato. In Ansätzen gut. Gewinnen hier auch eine Menge Zweikämpfe und dann spielen wir es nicht zu Ende. Martinez, jetzt gut durchgesetzt, das ist zu einfach. Und da ist, boah, Gott sei Dank niemand. Und Hajrovic gegen Garcia, dann gibt es aber den ersten Eckball für die Stuttgarter. Mann, oh Mann, oh Mann, Mann. Das war ein bisschen einfach da gerade eben. Und da haben wir Riesenglück, dass da keiner an den Ball kommt. Wiedwald dazwischen, schön. Ujjayi sehr weit zurück. Und jetzt leg los, lauf los. Der schickt Arnold, sehr schön. Maximilian Arnold, sieht er da hinten jemanden? Jawohl, da sieht er Çalhanoğlu, der kommt aber nicht an den Kopf voll. Was macht der Tüton da? Çalhanoğlu, immer noch Çalhanoğlu gegen Rüdiger und dann ist die Situation geklärt. Das ist schon wieder so typisch EA gewesen. Bartels. Aus der Drehung klappt das logischerweise wieder nicht. Habe ich wieder nicht bedacht. Arnold, schön auf Bartels. Der lässt sich hier wieder abbringen, aber das gibt eine Freistoßposition ein bisschen weit weg, glaube ich. Für Çalhanoğlu, das werden so, weiß nicht, 37, 38 Meter sein. 34. Ist immer noch ein bisschen weit weg. Aber wisst ihr was? Wir hatten noch keine richtige Gelegenheit mit ihm. Von daher werden wir es jetzt mal versuchen. Das war, glaube ich, nicht stark genug. Und Tüton hat da absolut keine Probleme. Schade. Da müssen wir nochmal mehr Freistoßpositionen. So ab 30 Meter ist das, denke ich mal, okay. Bartels wird hier die ganze Zeit gehalten. Es gibt schon wieder kein Foulspiel. Ich verstehe das nicht. Der wird doch die ganze Zeit gehalten. Gezogen, gezerrt. Bei uns ist das immer sofort ein Foul. Übrigens, EA. Also wenn, dann muss man hier auch schon ein bisschen mit fairem Mittelspiel schön von Kamada aufgepasst. Und jetzt Çalhanoğlu, das war aber abseits auf Uca. Brauchen wir uns gar nicht die Mühe machen, da hinzulaufen. Heieieiei. 14 Minuten knapp gespielt. Das ist noch nicht so optimal, was wir hier machen. Also das war schon mal besser. Jetzt vielleicht. Aber die Jungs gerade in den Laufduellen dann doch ein bisschen zu schwach. Bartels hier, meine Fresse. Und dann Klein, das ist schon wieder so typisch, ey. Da kannst du machen, was du willst. Wo sollte ich denn hin? Wenn ich mich in die andere, eine Richtung drehe, ist der Ball weg. Und dann, was macht der Gebrselassie da? Rennt einfach an den Ball vorbei und dann Riesending von Harnik dann an die Latte. Mann, oh Mann. Und jetzt der Konter, der direkte Konter mit Finn Bartels. Der tritt super auf den Ball und da ist Uca, der rennt auch einfach vorbei. Das war eigentlich ganz ordentlich gespielt, reingeflankt und dann leider ins Nichts. Also das mit den Flanken, das wird heute auch nichts mehr. Dieses Jahr, boah, Riesenmöglichkeit. Ich wollte es gerade sagen, das war mal eine gute Flanke auf Camarasa. Und Tüton, das war schon letzte Saison so. Hält hier die Stuttgarter sowas von gut im Spiel. Wir versuchen genau dieselbe Chose nochmal, nur auf der anderen Seite. Uca kommt dann nicht ran an den Ball. Arnold. Maximilian Arnold. Vestergaard, genau das wollte ich vermeiden. Aber das ist dann schon wieder so typisch. Dann legt er sich den Ball zu weit vor und dann ist Halbzeit. 0 zu 0. Zum Ende nochmal ein bisschen gedrückt. Aber insgesamt muss man sagen, geht das, glaube ich, in Ordnung. Frankfurt spielt gegen Düsseldorf erst später. Bei Hamburg gegen Dortmund steht es ebenfalls noch 0 zu 0. RB Leipzig führt 1 zu 0 gegen Wolfsburg. Also nicht nur wir haben unsere Schwierigkeiten. Genauso wie bei Hoffenheim gegen Schalke steht es ebenfalls 1 zu 0. Und Bochum liegt 0 zu 1 gegen Mainz zurück. Naja, man muss sagen, zumindest spielen die direkten Konkurrenten für uns momentan. Aber dann werden Sieg umso wichtiger. Wir sehen es hier sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Wir spielen in Ansätzen gut nach vorne, kommen noch viel zu selten zum Abschluss. Ich werde aber noch nicht wechseln. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeiten, gleich zu Beginn der zweiten Hälfte hier einen Treffer zu machen. Das wäre schon mal super. Kimmich, schön auf Çalhanoğlu. Ah. Wieder einer dazwischen.
Schön von Gebrselassie auf Kimmich. Oh, der ein bisschen glücklich, schade. Da kriegt er den Haken nicht mehr richtig hin. Das wäre sonst super gewesen. Insua dazwischen und dann, das ist schon wieder Foulspiel. Warum? Warum ist das Foulspiel? Beide gehen einfach nur zum Ball. Schön auf Cananoglu und dann wird er nach hinten gezerrt. So wieder so typisch. Verliert das Laufduell hier. Stark von Garcia. Bartels. Oh, was war das denn? Oh. Schade, schade. Insua macht Meter, macht richtig Meter. Gegen Gebrselassie, da stehen wir mit Westergaard Gold. Richtig, passen auf. Uja, und jetzt spielen wir ihn wieder auch schön raus. Cananoglu setzt sich hier richtig gut durch und dann genau den Gegenspieler angeschossen. Ich dachte, ich versuch's einfach mal. Schade. Aber das ist, der, ihm fehlt so ein bisschen die Pace auf dieser Position, muss ich sagen. Ist ein bisschen schade. Vielleicht sollten wir dann doch überlegen, ob wir irgendwann nochmal das System wechseln. Wobei ich eigentlich in diesem System ganz gerne spiele. Also ich... Kamarasa bleibt... Wir werden jetzt doch nochmal wechseln. Cananoglu geht raus. Nicht, weil er so super schlecht gespielt hat, aber vielleicht mit... Sané haben wir da ein bisschen mehr Pace drin. Dann kommt noch Barkfrede für Arnold. Und vorne für Uja. Der hat leider nicht so viel gezeigt. Kommt nochmal Johansson. Und vielleicht für die letzte halbe Stunde bringt das nochmal was. Kamarasa gut gemacht. Ah, Ajrovic, das ist natürlich zu leicht, wie er da vorbeikommt. Oh, Riesenmöglichkeit. Die. Oh, und Harnik wieder daneben geköpft. Gott sei Dank. Da haben sie sich. Gut durchkombiniert, die Stuttgarter. Dann, Gott sei Dank, fehlt es auch bei denen am Abschluss. Gebrselassie, Kimmich, Barkfrede, der neu dazugekommen ist. Guckt euch das an, wie lange das dauert, bis der mal losläuft. Der Garcia jetzt, Bartels, kommt der da durch? Immer noch Bartels. Und dann, hatte ich keine Anspielstation, den Haken durfte ich auch nicht früher machen, sonst wäre der Ball schon wieder weg gewesen, ist er sowieso. Schade. Titon. Jetzt die Stuttgarter, jetzt sag nicht, eine halbe Stunde vor Schluss sind die mit dem Unentschieden zufrieden, ey. Wenn es schon wieder unentschieden ausgeht, dann kriege ich hier einen Film. Das ist schon wieder so elendig. Wir haben Möglichkeiten, am Ende fehlt es dann so an Kleinigkeiten. Oh, gut gespielt, gut gesehen. Galvez ist dazwischen. Jetzt können wir es mal. Uns fehlt so ein bisschen die Pace, habe ich das Gefühl. Barkfrede. Sieht da Bartels. Kann der noch? Der kann noch. Der kriegt den auch noch, den Ball. Bartels. Nicht gut. Nicht gut. Schön von Kimmich. Ah, komm schon. Schiri. Kimmich. Setzt sich jetzt hier durch. Insua, alter Schwede, bis der mal Freistoß pfeift, habt ihr, also ich, bin ich irgendwie ein bisschen zimperlich oder was? Ey, das ist ja unfassbar, bis der Freistoß pfeift. Jetzt hier vielleicht mal durch einen Kopfball an die Latte. Riesenmöglichkeit hier, ich weiß gar nicht, wer es war. Schade, der kann doch auch einfach mal reingehen. Gute Möglichkeit hier für uns, eigentlich wieder mal das 1:0 zu machen. Es klappt nicht, es will einfach heute nicht. Jetzt auch nochmal auf den langen Pfosten. Wird wieder von Clement geklärt. Jetzt bringen wir den einfach mal so rein mit Sané. Da ist Johansson. Und dann wieder stark abgeschlossen. Barkfrede, Johansson. Schließt ihn doch irgendwie ab. Und dann gibt es für was auch immer Foulspiel. Das geht so schnell. Manometer. Also langsam hätten wir es, glaube ich, jetzt aufgrund der letzten Minuten Riesenmöglichkeit ein bisschen auch verdient, hier in Führung zu gehen. Die Stuttgarter haben zwar auch ein paar Chancen gehabt. Harnik rennt einfach mal rein. So, Kamarasa, nimm den Ball bitte an. Schön rausgespielt auf Gebrselassie. Der kriegt ihn durch auf Sané. Leroy Sané und Tüton hält wieder sicher. Meine Güte. Das muss doch mal irgendwann klingeln hier.
Kimmich ist schon richtig platt und dann ist das zu nah an den Torwart gespielt. Clement. Boah, ist der schnell. Der rennt da einfach so vorbei. Das gibt's doch nicht. Gegen Galvez. Bargfrede. Camarasa. Sané. Schön rausgespielt. Der hat den Platz gegen Rüdiger. Sané. Und dann ist der Ball vorbei. Das sieht mir wieder nach einer ziemlichen Nullnummer aus. Und ich weiß nicht, woran es liegt, um ehrlich zu sein. Mehr können wir nicht machen, als uns Chancen herauszuspielen. Aber es ist natürlich, das war klar, in der zweiten Saison wird es nochmal schwieriger, gerade wenn man oben mit dabei war. Die Teams sind anders motiviert, das gibt schon wieder einen Freistoß. Ist das lächerlich. Müssen wir klären, schön von Wiedwald dazwischen. Gib mir doch irgendein Spieler, der auch reagiert. Und das ist es fast gewesen, jetzt nicht noch kurz vor Schluss. Hier, wo ist denn der Außenverteidiger? Viel zu weit weg, Harnik. Harnik! Oh, Wiedwald hält das 0:0 fest. Und ich bin nicht zufrieden damit, ganz ehrlich. Jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Der dürfte raus sein und dann ist die Sache hier auch gegessen. Johansson, und das ist der Abpfiff. Also momentan haben wir es nicht so mit dem Tore schießen. 0:0. Wir erspielen uns schon Chancen, so ist es nicht. Die wir haben, gehen dann einfach nicht rein. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst natürlich wie immer gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise auch gerne einen Kommentar oder teilt das Video. Aber ich bin ganz ehrlich nicht zufrieden. Wir sehen es hier, Ballbesitz technisch ausgeglichen, aber wir hatten Möglichkeiten und machen sie einfach nicht rein. Und Stuttgart, da müssen wir dann fast noch bangeln, dass die aus ihren wenigen Möglichkeiten uns noch einen reinschenken. Hamburg hat sogar gewonnen, sehe ich gerade. Nicht so schön. Durch das Unentschieden klettern wir trotzdem in der Tabelle, aber Leverkusen hat noch ein Spiel mehr, genauso wie Gladbach und Bayern. Die könnten alle noch an uns vorbeiziehen. Nichtsdestotrotz, wir sind noch absolut im Rennen. Die Punkteausbeute ist verbesserungsbedürftig, aber was soll man da machen? Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Und ansonsten viel Spaß, wie immer, auch weiterhin auf YouTube und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.